Willkommen zurück, meine lieben Freunde da draußen, meine kleinen Kartoffeln, hier bei Rise of the Tomb Raider. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würden mich mega, mega freuen. Ich habe gerade mal nachgeschaut, wie das mit dem Diving funktioniert und ich glaube, ich habe eine Lösung gefunden. So, kurz muss ich hier überspringen. Wir müssen hier durch. Ich habe eine Lösung gefunden. Wir testen die jetzt eben. An einem Spot, wo wir nicht so lange hochlaufen müssen, um dahin zu kommen. Ah, wir sind ja direkt hier. Okay. Das funktioniert ja super, was die Leute labern im Internet. LT gedrückt lassen. Mhm. Merke ich. Vielleicht erst nach dem Sprung und nicht vor dem Sprung. Bei LT ist ja auch die Taste zum Tauchen, ne? Aber hier ist es ja nicht so weit, hochzukommen. Ah. So geht's. Wir haben's. Oder ich hab's. Ich hab's rausgefunden. Endlich. So, ein weiterer ist da hinten beim Turm. So. Da ist das nächste Ding. Ich glaube nicht, dass man innen hochklettern kann, Lara. Das zählte jetzt nicht, okay. Man muss scheinbar sprinten dabei. Kann das sein, dass der Sprint Voraussetzung ist? Ah. Okay, der Sprint scheint Voraussetzung zu sein. Ich glaube, wir machen jetzt direkt den schwersten, weil jetzt weiß ich ja, wie es funktioniert. Weil wir müssen, glaube ich, wieder auf den Turm da oben hin. Wo wir schon mal hochgeklettert waren. Wir müssen nur jetzt nochmal dahin. Weil das Spiel sich denkt, was ist lustiger als einmal da hochklettern? Ja, genau! Zweimal! Das ist doch viel lustiger, oder nicht? Wenn man da zweimal hochklettern muss. Mann, sind die clever. Das sind echt clevere Füchse. So. Auf geht's dahin. Nee, Lara, mit der Schrot geht das nicht. Thank you.
Da unten ist das Diving. Nee, hier runter, da ist es. Sie macht die falsche Animation! Müssen den ganzen Weg wieder da hoch. Ich verstehe nicht genau, wie das funktioniert. Ich bin geschrannt, ich habe gesprungen und ich habe LT gedrückt, aber sie macht trotzdem wieder eine andere Animation. Ich glaube, das ist einfach random und wenn du Pech hast, hast du Pech. Anders sehe ich das gar nicht. Ich drücke das exakt gleiche. Ich drücke exakt das gleiche. 1:1. Genau das gleiche wie da, wo es funktionierte, aber... Das Spiel sagt, nein, du musst nochmal da hochklettern. Wir finden, dass das Ding so gut ist, da musst du dreimal hochklettern. Ganz schön nervig. Lara. Danke. Jetzt bin ich aufgeregt. Geht doch. Okay. Und zum letzten Ding. Ja, Lara, dann lauf einfach ein bisschen schneller, dann wird dir auch wieder warm. Wir haben doch keine Zeit. Guck mal auf die Uhr, Lara. Einfach mal auf die Uhr schauen. Diese Hasen sind viel zu schnell. Ich hasse diese Hasen. Ich hasse sie. Da 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 da. Und zur Information, man muss das A und LT wohl ziemlich zeitgleich drücken. Nur zuerst A und dann ganz schnell LT. Ganz komisch. Zumindest hat es gerade eben so funktioniert. Wenn ich das jetzt gleich wieder genauso mache und es funktioniert dann wieder nicht, dann ist es echt abwechselnd oder so. Ich weiß es nicht. Ne, geht.
Wir hätten die Münzverstecke gerade eben schon machen können, weil da unten ist ja noch eins gewesen. Jetzt müssen wir doch wieder hin und her laufen. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dummerweise. Aber egal. Kriegen wir schon hin. Das eine da oben hätten wir jetzt gerade eben auch schon mitnehmen können, aber... Es sind ja nur 20 Sekunden, bis wir da oben sind. Ist ja jetzt nicht kein Weltuntergang. War sogar direkt hier neben. Ehrlich. Wie dumm. So. Ich weiß nicht, ob wir zu einem überlebenden Versteck hin können von hier aus. Ob wir da rückwärts gehen können oder nicht. Aber geht scheinbar, wunderbar. Okay. Und hier können wir nicht mal runterspringen, das ist ein bisschen blöd. Hier können wir runter. So, dann wollen wir noch das letzte Münzversteck hier unten holen. Und dann gehen wir in die nächste Region. Dann sind wir halt so weit, es gerade geht. Mehr geht halt nicht. Wir können auch die Mission kurz abgeben. Dass wir haben 8 Gräber, aber wir müssen halt auch das letzte Grab machen. Das kommt halt noch. Die Hühner können wir gerade nicht machen, weil ich sehe die Hühner hier halt nicht. Beim besten Willen nicht. Vielleicht kann man das auch nie wieder machen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es gerade nicht. Dafür, dass wir jetzt diese eine Stufe schon abgeben, kriegen wir ja noch was Cooles. Nämlich, ich glaube jetzt nochmal 30 Münzen, das müsste ja eigentlich ganz okay sein. Als Belohnung. Ah, das Wild hat mich ausgetrickst. Ich weiß nicht genau, wo es hin ist. Schade. Hätte bestimmt noch mal ein paar Fälle gegeben. Aber jetzt ist es halt, wie es ist. Ah, so. Mutig. Ich habe gehört, sie sei in die Archive unter der Kathedrale gegangen. Irgendwo hier war die Frau.
Ich weiß gerade nicht, wo sie hin ist. War die nicht hier? Boah, das wäre fast tot gewesen. Na, da war sie. Willkommen zurück. Sie waren also in einigen der alten Gräber. Ja, aber ich glaube, alle habe ich noch nicht gefunden. Sie haben noch ein Geheimnis entdeckt, stimmt's? Und ich habe noch mehr Münzen für Sie. Perfekt. Merci. So, jetzt müssen wir nochmal hier oben rum. Da müssen wir hier rumgehen und dann... Ich weiß nicht, ob wir uns teleportieren können. Ich kann es mal versuchen. Können wir es interpretieren, aber ich frage mich gerade. Mensch, ich muss mal vorher auf die Karte gucken. Um zu schauen, was uns da fehlt und wo uns da was fehlt. Hier fehlt uns ein Münzversteck. Ich glaube nicht, dass wir von da zurückkommen dahin. Deswegen müssen wir, glaube ich, dann wirklich das hier nehmen. Okay, da müssen wir den ganzen Weg nochmal latschen. Ist halt leider so. Was soll man machen? Was soll man tun? Ich kann es doch auch nicht sagen. Da, da, da. Ich weiß nicht, ob wieder Feinde da sind. Das weiß ich nicht. Könnte gut sein, dass da wieder Feinde sind. Könnte auch sein, dass der Weg gar nicht mehr offen ist und dass wir gar nicht mehr durchgehen können. Dass wir dieses Münzversteck niemals bekommen. Das kann auch sein. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, so fies ist das Spiel nicht. Und es könnten halt neue Feinde da sein. So fies könnte das Spiel schon sein. Ich glaube, das war nicht so gewollt vom Spiel, dass ich da so einfach runterplumpse. Aber wir können es direkt markieren. Stoppt man, okay. Ah, okay, ich lass mich raten. Ich habe gerade einfach nicht gesehen, dass da wieder so ein Ding war zum Festhaken. Ich nehme stark an, dass es das gewesen sein wird. Ich weiß, irgendwann brach der Boden unter uns zusammen, glaube ich. Ach nee, hier brach der Boden, glaube ich, zusammen, kann das sein. Und ich müsste dieses... Ding da hinten damit verbunden haben, damit ich wieder hier hinkomme. Weil ich sehe gerade nicht, wo hier der Boden zu, also wo man hier rüberkommen soll. Sehe ich gerade beim besten Willen nicht. Seht ihr da irgendwie einen Weg? Ich sehe da keinen Weg mehr. Ich sehe da keine Möglichkeit mehr rüberzukommen. Ich hätte da einfach direkt das Ding da festmachen müssen und andersrum geht das halt nicht. Das ist dann echt ein bisschen komisch. Wenn es jetzt wirklich nicht mehr geht. Komm vielleicht da hoch, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Oh, das Spiel lässt mich da nicht hoch. Normalerweise geht das, aber hier geht es jetzt gerade nicht.
Ja, das ist das Problem. Nee. Ich glaube, da unten überlebt man nicht. Niemals. Okay, wir haben nur die einzige Chance, dass wir nochmal zurückgehen und gucken, ob wir irgendwie von der anderen Seite dahin kommen. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht mehr. Okay. Dann schauen wir mal. Das glaube ich richtig, das war auch der Ausgang, glaube ich, wo wir hier rausgekommen sind. Kann das sein? Ich bin mir gerade unsicher. Kann ich mal markieren, okay. Okay, das war der Ausgang. Da liegt doch noch was. Das. Wir sind Trinity nicht gewachsen. Sie haben unsere Vorfahren aus dem Reich vertrieben und wollen ihre Aufgabe nun beenden. Wir sind nur schwache Verbliebene eines einst heiligen Volkes. Uns bleibt nur der Glauben. Und ich glaube nicht, dass wir sie besiegen können. Aber wir werden bei dem Versuch sterben. Und Gott und der Prophet könnten nicht mehr verlangen. Uns fehlen nur noch Münzverstecke. Die Herausforderung, die hier ist, die ich nicht weiß, welche das ist. Glaube ich. Jetzt gleich mal schauen, was hier für die Herausforderung ist. Und uns fehlt noch das eine Münzversteck hier oben, was wir jetzt eben holen können. Und dann haben wir das andere Münzversteck, haben wir auch noch schon markiert, ne? Ja. Überlebende Versteck haben wir eins noch markiert, das ist das letzte, was wir brauchen. Und hier ist, ach, die Funkgeräte. Wir haben tatsächlich ein Funkgerät verpasst, stimmt. Ich erinnere mich.
Lass mich raten. One way, der Weg. Nein. Glück gehabt. Also wir können wieder zurückgehen. Aber der Weg ist one way? Nee. Glück gehabt. So. Auf geht's. Nach einem Funkgerät Ausschau halten. Das irgendwo runter baumelt. Ich glaube, die machen auch so Geräusche, die Funkgeräte. Aber ich würde mich jetzt nicht nur auf meine Ohren verlassen. So ein bisschen gespensterhaft hier zu sein, ne? Wo wir uns zuletzt krass durchgekämpft haben und so. Jetzt sitzen wir hier und hier ist nichts mehr. Ich glaube, das ist nicht das Funkgerät, was gesucht wird, was am Boden liegt. Das muss hängen. Ich denke, wir planen einen Großangriff. Keine Grenzscharmützel mehr. Was hast du gehört? Einer der Jungs von meinem letzten Job. Angriff! Wir werden... Ja, ist ja kein Problem, Wusi. WB. Das ist das Wasser, ne? Das ist kein Funkgerät, was Geräusche macht. Ich hab einfach Münzen vergessen.
Das war da, wo ich die Tür aufgesprengt habe. Damit die durchkommen. Aber warte mal. Man kann auch draußen durch die Tür durchlaufen, oder nicht jetzt? Wir können doch auch dahin, oder nicht, zu der Tür. Ah ja. Achso, da müssen wir uns doch teleportieren, oder? Das Walkie-Talkie habe ich jetzt aber nicht gefunden und klappt. Ah. Schwierig, schwierig. Ich nehme mal stark an, dass ich das erste dann verpasst habe, weil ich ja immer darauf geachtet habe, als ich hier lang gegangen bin, alle Walkie-Talkies zu suchen. Ich nehme stark an, dass es das erste ist, was mir dann fehlt. Dass ich das erste einfach verpasst hatte. Hängt's hier. Nee. Schauen wir mal. Ah, sind da eigentlich die Zelte von denen hier? Von meinen Kollegen oder nicht? Das ist noch nicht. Ah, doch, da ist es. Perfekt. Hier sind die Hühner. Die Hühner könnte ich jetzt transportieren, glaube ich. Ja. Aber das ist ein bisschen weit weg. Und das jetzt bis zum Dorf zu bringen, das Huhn. Ist ein bisschen weit weg. Bis zum Dorf von hier. So, und dann noch das Überlebenden-Versteck und dann haben wir das hier auch schon wieder. Ich glaube nicht, dass das gehen würde. Selbst wenn wir es machen würden. Ich glaube, in den Zonenwechsel, ich glaube, wir würden das Huhn nicht besser hinbekommen. Selbst wenn wir zu Fuß gehen können, dann würde das Huhn, glaube ich, vermutlich einfach fallen gelassen werden, weil es nicht die Zone wechseln kann. So, das heißt aber, jetzt haben wir hier 100% die Akropolis. 100%. Und dann machen wir im nächsten Part noch die überflutete Archiv fertig. Das geothermale Tal werden wir nicht fertig bekommen, wegen der Herausforderung, wegen der Hühner. Und weil uns noch ein Überlebendenversteck fehlt, da müssen wir mal schauen, ob ich dann irgendwann, kurz bevor wir beim Ende sind, am Point of No Return, dass ich nochmal google und versuche, über die Karten herauszufinden, wo das letzte Ding ist, was mir da fehlt. Ja, das gleiche mit der Sowjetanlage. Vielleicht löst sich das mit der Sowjetanlage noch von Selbstgefallen auf. Das kann durchaus sein. Aber gut, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.